Hallo, hier ist wieder Bernhard Eschbaumer von der Firma Eschbaumer Forst- und Gartentechnik. Und ich möchte euch heute einmal die Stihl Elektrosäge, das ist die MSE 190C, vorstellen. Und zwar hat die 1900 Watt, also 1,9 kW, normale Lichtstromausführung. Was wichtig ist, ihr habt da ein Sicherheitskabel für den Außenbereich, weil das haben die meisten anderen Hersteller nicht drin. Also sprich, die Säge ist auch für den Handwerksbereich erlaubt und zugelassen. Natürlich für den Privatmann auch besser, weil die natürlich sicherer ist von der Zuleitung her. Ihr habt es wie bei der Benzinsäge, was ihr schon kennt, die Stiel-Schnellverschlüsse am Öltankdeckel. Da braucht man bloß hier aufklappen. Da ist so eine Markierung auch drauf. Einfach Viertelumdrehung, da ist nochmal eine Markierung. In der Position kann man aufmachen, Öl auffüllen. Da habt ihr hier auch ein Schauglas, Minimum Ölstand, dass genug Kettenöl drin ist, ist aber wichtig. Auffüllen, nur bis zur Unterkante, weil sonst kriegt man den Deckel nicht mehr gescheit drauf. Auf die Markierung achten, draufsetzen, drücken und drehen. Zur Sicherheit nochmal ziehen, ob es auch wirklich arretiert ist und dann zuklappen. Also wie gesagt, hier ist eine Markierung und hier auch und da auf dem Deckel, damit man da nichts verkehrt machen kann. Von der Kette her habt ihr da Pico mit 1,3er Treibglied-Stärke, also ist ideale Kettengröße für Pflegearbeiten oder kleine Sachen umschneiden, geht natürlich damit auch. Gibt es wahlweise mit 30 oder 35 cm Schwertlänge, also in dem Fall ist jetzt 35 cm drin, was die Spielen schafft. Ihr habt bei der einfachen Ausführung wie bei der Kunststoffkralle, man könnte aber Metallkralle nachrüsten, die Schrauben haben vorhanden dafür, wenn man es will. Bei den teureren Modellen haben wir serienmäßig zusätzlich noch eine Metallkralle dran. Ist aber meiner Meinung nach nicht so wichtig, weil die Kette sollte euch so schneiden, dass ihr ohne groß drücken von selber durchschneiden könnt. Wenn ihr stark hebeln müsst, ist die Kette einfach zu stumpf. Die Maschine ist ausgerüstet mit einer Kettenbremse, wie bei den Benzingeräten auch. Nach hinten ist die Bremse frei, nach vorne ist sie drin. Also wenn die vorne ist, könnt ihr es nicht einschalten. Die Kette wird sofort gebremst. Im Unterschied zu den Benzinsägen läuft die Kette nicht nach, wenn die Bremse auslöst oder wenn sie ausschaltet, wird die immer abgebremst. Ihr habt so einen Überlastschutz, das ist der rote Knopf hier. Wenn die wirklich einmal überlastet ist, weil sie mit stumpfer Kette mords drückt, dass der Motor nicht gleich durchbrennt, ist hier der Überlastschutz. Was wichtig ist, Kabel. Also da ist jetzt ein kurzes Kabel schon dabei. Wenn ihr verlängern müsst, würde ich nicht länger als 25 Meter verlängern. Und zwar mit so einem Sicherheitskabel für den Außenbereich. Das sind so rote oder orange Kabel. Da darauf achten, dass das ein H7-Kabel ist. Also die Kabel, die wir anbieten, haben generell H7-Kabel. Ansonsten, wenn ihr wirklich einmal woanders kauft, darauf achten. H7 heißt, ist für den Außenbereich geeignet, auch wenn es feuchter ist oder länger feucht ist. Die anderen sind nur für den kurzen oder gar nicht für den Außenbereich zugelassen. Also das solltet ihr für eure eigene Sicherheit beachten und keine zu langen Kabel. Weil wenn ihr da 50 Meter Trommel hinhängt bei 1,9 kW, je nach Kabelqualität, kann das zu Schäden an der Säge führen oder am Kabel oder wenn es mit Überlast ausgerüstet ist, dass der auslöst unter Umständen. Also das ist immer ganz wichtig, darauf achten. Ihr habt einen gummierten Griff hier, das ist auch sehr angenehm zum Nehmen, sehr handlich und kompakt gebaut. Ihr habt einen Kettenspanner, einen Winkelspanner, das heißt hier, der Schlüssel ist dabei, macht sie einfach locker und mit der Schraube, da geht man mit dem Schlüssel, wo dabei ist, einfach rein mit dem Kombischlüssel. Wenn man da nach rechts dreht, wird die Kette gespannt, nach links wird es lockerer. Sie sollte ungefähr so gespannt sein, dass ihr es ungefähr so weit rausziehen könnt, dass das mit der Spitze bündig ist. Dann ist die Kettenspannung okay. Wenn es mords runterhängt, muss man halt einmal nachspannen. Daran denken, gerade bei einer neuen Kette, die lenkt sich immer ein bisschen, dass es auch nachspannt, weil wenn die recht runterhängt, kann die auch rausfliegen und dann ist Verletzungsrisiko hoch und die Kette ist mindestens kaputt. Jetzt lasse ich es einmal kurz laufen noch. Aber was ich noch sagen will, von der Lautstärke her, die liegt bei 106 Dezibel. Heißt, ist ein bisschen lauter wie jetzt eine Akkumaschine, aber wesentlich leiser wie eine Benzinmaschine. Gehörschutz und Gesichtsschutz sollte man natürlich trotzdem tragen und Schutzhose wie bei einer anderen Säge auch, weil ein gewisses Gefahrenpotenzial hat natürlich jede Säge. Lassen wir es mal kurz noch laufen.
habt ihr gesehen, wenn ich den Schalter auslasse, wird die sofort abgebremst. Ich mache es einmal nochmal, dann zeige ich es euch noch in groß. So, das war's eigentlich. Wenn du was an der Kette oder was an der Säge machst, natürlich immer abstecken zur Sicherheit, dass nichts passieren kann. Und ansonsten halt Kühlrippen ab und zu sauber machen, dass die Kühlung gewährleistet ist. Sonst haben die Elektrosägen sehr wartungsarm und entsprechende Stielqualität natürlich. Wenn es euch gefallen hat, macht es wie immer, gefällt mir, liked es mir, abonniert es mir, es würde mich sehr freuen. Ich wünsche euch noch einen schönen Nachmittag. Dankeschön.